Egon 1231 für Egon. Der Egon 1231 hört. Fahrt bitte an die S-Bahn-Haltestelle Großenbaum. Da wartet eine Bahnmitarbeiterin auf euch. Die hat ein zurückgelassenes Baby bei sich. Wurde in der Bahn aufgefunden. Die Dame wartet. Wege und Sonderrechte frei. Ja, verstanden. Haltestelle Großenbaum, wir fahren. Da, das werden sie sein, ja. Ja. Und was werden die denn so weg? Weiß ich auch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir auch so ein bisschen, dass es ein bisschen seltsam ist, weil eine Dame weggelaufen ist, als wir hier angekommen sind. Und jetzt gucken wir mal weiter, was uns denn da erwartet. Und zwar habe ich eben in der Endstation 12 das Baby gefunden, in der Babyschale. Ja. Und ich habe nichts gesehen von irgendeiner Mutter, die da irgendwo steht. Da kam die junge Frau, die gerade weggelaufen ist, die kam auf mich zu, wollte das Baby wegnehmen. Ich habe sie gefragt, wer sie ist. Ja. Sie sollte ihren Ausweis mal zeigen, weil sie sagte, sie würde Jacqueline heißen oder so. Hallo, kleiner Schatz. Habe ich aber nicht ganz geglaubt. Sie hatte keinen Ausweis dabei. Ja. Und ja, jetzt ist sie weggelaufen, keine Ahnung. Ich finde das einfach unverantwortlich. Das ist ja nicht irgendein Turnbeutel oder irgendein Rucksack, den man da einfach irgendwo so stehen lässt. Dann hat sie ihr Baby angeblich im Zug vergessen. Ich habe das gerade eben... Was hat sie gesagt, auch die jetzt weggelaufen ist? Sie hat gesagt, sie wollte ihr Baby wiederhaben. Ja. Das wäre ihrs. Dann habe ich gesagt, ja, wer sind Sie denn? Zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Ja, ich heiße Jacqueline. Ja, sag ich, kann ja jeder kommen und sagen, der Jacqueline heißt. Ja. Sie hatte keinen Ausweis dabei, sie wollte mir das Baby wegnehmen. Schreiben wir mal kurz Ihren Namen auf. Ich guck schon mal hier, ob ich hier irgendwelche Sachen finde bei dem Baby. Ne? Ja. Haben Sie eine Mutter bei der Kontrolle, irgendwie eine Mutter mal gesehen oder einen Vater? Nein, nein. Also die junge Frau habe ich wohl gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass neben mir auf dem Sitz auch noch eine Babyschale gestanden hat. Ja. Hätte ja sein können, dass Sie irgendwie das Baby zuordnen können, nee, zu einer Person bei der Kontrolle oder so, dass es aufgefallen ist. Nee. Ich habe das eben hier bei der Kontrolle habe ich das dann gefunden, weil wir haben ja hier Endstation. Die 12 fährt erst später wieder. Wir gucken mal, wie du heißt. Okay. Also hier schon mal nichts. Man ist natürlich immer ein bisschen ratlos, ne? Wenn man ein Baby findet, dann weiß man natürlich nicht, was soll man tun. Ja, sie haben ja alles richtig gemacht, die Polizei gerufen. Ja, mehr kann ich nicht. Schauen wir mal, wem das Baby gehört und ob wir das Baby irgendwie zuordnen können. Das wäre gut, ansonsten muss ich ja zum Jugendamt. Da hinten ist so eine Klappe, da ist normalerweise die Bedienungsanleitung mit drin. Guck mal, wie ich das aufkriege, da. Oh, guck mal. Salvatore und Mia Gudo. Da rufen wir doch mal an, oder? Hältst du das mal fest? Die Polizei. Guten Tag, mit wem sprechen wir? Ich bin Salvatore Gudotto. Worum geht's denn? Ja, es geht hier um ein Baby. Wir haben ja ein Baby aufgefunden in einem Maxi-Cosi. Da haben wir Ihre Telefonnummer gefunden. Ach, Gott sei Dank. Ja, das war ich. Ich war gerade an der Bahn unterwegs. Ich war gerade am Funk. Ich habe mir auch Sorgen gemacht. Ach, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Soll ich abholen kommen? Am besten kommen wir zu Ihnen. Wo finden wir Sie denn? An Straße 2. Ach, ja. Okay. Das ist auch gut. Schreibst du mal auf? Ich hab's. Gott sei Dank haben sie es gefunden. Ich war auf dem Sprung, es tut mir so leid. Ich hab's in der Bahn liegen lassen. Sie waren mit dem Kind unterwegs, ist das richtig? Ja, genau. Es tut mir so leid. Ich hab's gerade gemerkt, ich bin gerade auch hier angekommen und wusste auch nicht. Ach Gott sei Dank, ich hab mir so Sorgen gemacht. Und, ja, dann hab ich bestimmt in der Eile, in der Hektik stehen gelassen in der Bahn. Ja, wie heißt das Kind denn? Emily. Wie? Emily. Okay. Ja gut, dann kommen wir jetzt mit dem Kind zu Ihnen. Ja, super. Alles klar. Vielen Dank. Ja. Nochmal. Dankeschön. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Danke. Tschüss. Unglaublich. Nicht nachvollziehbar. Ganz seltsam. Haben Sie da einen Mann irgendwie gesehen in der Bahn? Ich habe keinen. Es sind zwar mehrere Männer, aber da war keiner mit Baby dabei. Okay. Okay. Gut. Wir schauen mal. Dann nehme ich den Kleinen mal. Ja. Na, die Kleine. Gut. Ja. Alles ganz klar. Schönen Dank fürs Anrufen. Ja, sehr gerne. Okay. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja. Komischerweise hat wohl der anscheinende Vater den Verlust gemerkt. Sie waren noch nicht bei der Polizei gemeldet. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Und da sagt mir auch das Bauchgefühl, irgendwas stimmt da noch nicht so ganz.
Dann nehme ich ihn gern. Kleiner Mann. So. Kleine Frau. Vorsicht. Ganz schön schwer, die Kleinen. Ja. Guten Tag. Ich stelle mich bei Ihnen. Hallo. Sie sind der Vater? Ja. Mit Ihnen haben wir gerade telefoniert? Genau. Auch geht's hier gut? Ach, es tut mir so leid. Vielen, vielen Dank. Wissen Sie, ich war so in Eile gewesen. Ich hab's dann. Ach, es tut mir so leid. Aber wie kann man denn so in Eile sein und dann das ein Kind vergessen? Sie sehen ja, was los ist. Wir erwarten heute noch 30 Leute, heute Abend reserviert. Und ich muss das gerade auch alles so ein bisschen nebenbei machen. Deswegen, und ich hab's dann einfach stehen lassen. Mensch, ich hab's gerade gemerkt. Dass wir uns melden können. Ja, ich hab's gerade. Das merkt man, dass ein Kind auf einmal. Das kann man doch nicht vergessen, kind jetzt, ganz ehrlich. Ich hab's gerade gemerkt und dann klingelte genau mein Handy. Also ich bin gerade auch. Ich dachte, vielleicht jetzt im Nachbarraum abgestellt. Ich habe gerade hier alles durchsucht. Haben Sie denn meinen Ausweis da bitte? Ja, müsste ich kurz holen, natürlich. Unfassbar. Der Papa macht Sache mit dir da. Unfassbar. Unglaublich. Du erlebst Sachen, ne? Natürlich, ich bin's auf jeden Fall. Okay. Ja, schon mal auf. Ja. Möchten Sie was trinken? Möchte ich was anbieten? Irgendwas? Nee, wir sind doch gleich wieder weg. Ja. So, ist alles offen. Aber das sind so Sachen, die dürfen aber. Ich weiß. Nicht seit gestern erst, Vater. Ne? Ist das schon ein paar Monate alt? Tut mir so leid. Wirklich, das ist mir auch noch nie passiert. Ich entschuldige mich auch zutiefst. Wirklich. Also. Uns müssen Sie nicht entschuldigen. Der Zwerg ist der Leidtragende. Ne? Nein, auf jeden Fall. Ich passe die ganze Zeit drauf auf. Also viel, viel besser das nächste Mal. Sowas wird nicht wieder passieren. Wo ist denn Ihre Frau eigentlich? Die ist beim Arzt. Die ist beim Arzt, deswegen ist mir da gelassen. Normal ist sie immer dabei, aber sie konnten heute nicht mitnehmen. Und, Schatz. Na ja, und was? Dankeschön. Moin, Liebe. Genau. Ja gut, sonst danke ich Ihnen nochmal. Wie gesagt, es ist schön, dass alles erledigt ist. Und meine Frau, glaube ich, kommt gleich auch oder so. Dann, aber okay. Ist ja dann alles für uns erledigt, ne? Oder, also, dann haben wir alles ja gemacht und... Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Es war keine Absicht. Und eine Frage haben wir noch. Als wir angekommen sind und die Kontrolleurin uns das Baby übergeben hat, ja. Da war eine Person dabei, blonde Haare. Die hat sich wohl offensichtlich da mit der Kontrolleurin gestritten gehabt. Als sie uns gesehen hatte, ist sie weggerannt. Hat das mit der Sache irgendwas zu tun? Nee. Kennen Sie eine blonde Frau? Nein. Etwa meine Größe, vielleicht ein bisschen kleiner? Nein, nein, nein. Meine Frau hat dunkle Haare. Okay. Die ist gleich groß und viel größer als ich sogar. Also, nee, nee. Das ist. Kennen Sie auch nicht? Nein. Größer als Sie? Meine Frau ist ein Tick größer. Genau. Also ungefähr gleich groß. Genau, aber dunkle Haare. Und ach ja, da ist sie ja schon. Das ist Ihre Frau? Ja. Guten Tag. Was ist hier? Ach, Emilia, Mensch. Guten Tag. Guten Tag. Ist alles okay. Was ist hier los? Nichts passiert. Warum ist die Polizei hier, Salvatore? Erzählen Sie es lieber selber, bevor es wir erzählen. Genau, wir erzählen es auf jeden Fall. Ich das so unangenehm. Ich hatte sie ja dabei und ich habe sie in der Bahn liegen gelassen. Und was? Das ist im Stress passiert, es tut mir leid. Aber es ist nichts passiert. Die Kontrolleurin hat sie gefunden. Und dann willst du mich verarschen, Salvatore? Das ist dein Fleisch und Blut. Das ist deine Tochter. Muss das denn jetzt vor allen Leuten sein? Es ist doch nichts passiert. Zum Glück für die Polizei wird jetzt was passiert. Was hätte denn passieren können? Ich glaube, das einfach nicht, Salvatore. Nein, es ist ja alles okay. Sie haben die jetzt gefunden. Das hat nur ein Nachspiel, mein Lieber. Das ist Ihr Baby, ne? Ja. Okay. Ich danke Ihnen. Sie doch wirklich Vater und Mutter sind Sie dann, definitiv. Natürlich. Also, ja. Muss man ja mal nachfragen, ja, wenn man ein Baby findet. Ja. Natürlich. Wenn Sie an uns keine weiteren Fragen hätten, dann würden wir uns verabschieden. Ja. Meine Frau nicht. Vielen Dank. Wir kümmern uns um die. Okay. Und passen Sie auf die Kleine auf, ne? Dass sowas nicht nochmal passiert. Ja. Weil dann wären wir auch gezwungen, das Jugendamt vielleicht mal einzuschalten und dann mal ein ernsthaftes Wort mit dem Jugendamt zu reden. Wir sind wirklich gute Eltern. Tschüss, kleine Maus. Du hast du gesehen, gerade hinter dem Auto. Ich glaube, das war die blonde Frau gewesen. Mhm. Na, ich gehe mal vorne rum, mal gucken, mal wer das hier, war. Ne? Schönen guten Tag.
Guten Tag. Hallo. Was machen Sie hier? Stehen Sie mal auf. Ich. Die Polizei. Kommen Sie mal mit uns hier so ein bisschen. Gehen zwischen den Autos raus nach vorne. Kommen Sie mal mit zu unserem Auto vielleicht. Was machen Sie hier? Nix. Ich hab mich hier umgeguckt. Hockenderweise neben dem Auto? Ja. Ich hab nichts verbrochen. Ich hab einfach nur hier gesessen und geguckt. Wer sind Sie? Dietz, Jacqueline. Haben Sie mal einen Ausweis? Nee, leider nicht. Gar nichts dabei? Kann es sein, dass wir Sie vorhin schon mal gesehen haben? Am Bahnhof? Am Bahnhof? An der Haltestelle, an der Unterführung? Nee. Dass Sie mit der Kontrolleurin da gesprochen haben? Was für ein Baby? Und irgendwie behauptet hätten, das wäre Ihr Baby? Nee, das muss ein Irrtum sein, definitiv. Also, wie haben Sie da aber auch gesehen? Jetzt erzählen Sie. Sie waren doch da am Bahnhof. Ja, ich war am Bahnhof. Und Sie wollten da das Kind haben? Ja, ich sollte auf das Baby aufpassen und hab's leider in der U-Bahn vergessen. Wie kann denn sowas passieren? Ja, jetzt mal ehrlich. Ja, ich mache mir auch total die Vorwürfe. Ich habe eigentlich mit Kindern gar nichts am Hut und es ist das erste Mal, dass ich auf ein Baby aufpassen musste. Und ich sollte darauf aufpassen, weil ein Bekannter von mir sehr im Stress war, beruflich. Und ich habe einen Anruf bekommen, war ein bisschen durch den Wind und habe die Kleine halt. Da lässt man ein Baby da stehen? Das ist jetzt was ganz anderes, was der Mann erzählt hat, ja, ne? Oder klar. Der Vater. Da sollten wir vielleicht mit dem Vater noch mal Rücksprache halten. Was denn jetzt von diesen Storys wahr ist. Wir haben noch mal eine Frage an Sie. Die Dame haben wir vorhin an der Bahn auch getroffen. Der ist allerdings von der Polizei weg oder von uns weggelaufen. Entschuldigung, das sind doch meine Ohrringe. Das glaube ich ja nicht. Kennen Sie die Dame? Nein, ich habe sie noch nie gesehen. Das sind meine Ohrringe. Wo haben Sie die her? Sie hat behauptet, das wäre Ihr Kind. Wo haben Sie die Ohrringe her? Sie wollte her? Das Kind haben. Dann sagten Sie, das ist Ihr Kind. Wem gehört denn das Kind jetzt endlich? Was ist mit den Ohrringen? Salvatore, das erklärst du mir jetzt mal sofort. Das ist Jacqueline. Ja, wer ist Jacqueline? Wir haben uns vor kurzem kennengelernt, aber es war nur einmal ein Geschehen. Ich hatte sie gebeten, dass sie, weil ich ja sie viel zu tun habe, weil du mich da auch wieder allein gelassen hast. Das ist ja wohl das Letzte. Du gehst fremd, ja? Ich krieg hier das Kind, ich mach den Haushalt, ich mach alles für dich. Und du? Mit so einer kleinen... Mit dem Laden lässt mich ja alleine. Und du weißt ganz genau, dass zwischen uns das eingeschlafen ist im letzten Jahr. Ja, und das ist doch kein Grund. Nein, aber das war auch nur noch einmal ein Geschehen. Und meine Ohrringe? Ich weiß nicht, wo sie die hat. Du weißt das nicht. Du weißt das nicht. Das muss doch jetzt nicht vor allen Leuten jetzt so sein. Alter. Weißt du was? Du kannst mich mal. Also, dass man in der Ehe außerhalb noch irgendwie seinen Spaß haben möchte, das ist die eine Sache, da sage ich nichts zu, da steht mir auch keine Wertung zu. Aber dass ich das Kind dann meiner Geliebten mitgebe, auf die noch nicht mal Verlass ist, ist ein No-Go. Geht gar nicht. Das klären Sie untereinander, ja. Ne? Wie Sie damit klarkommen. Hauptsache, Sie lassen das Baby nicht wieder irgendwo am Bahnhof stehen. Das gilt für Sie genauso. Oh Gott, was machen? Dann kriegen Sie irgendwie Ihre Beziehung in der Reihe. Ja. Na, alles klar. Das Kind kann da nichts für. Tut mir leid. Scusi. Tschüss. Tschüss. Wir werden uns bei der Einsatzleitstelle melden, dass wir wieder frei für weitere Einsätze sind und werden das im Streifenbeleg vermerken, dass hier das Kind wohlbehalten den Eltern übergeben wurde und wünschen den Eltern viel Glück. Der Unglaublich. Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken. Da möchte ich auch nicht tauschen. Nein, er hat doch Spaß heute. Das arme Baby.